Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Für alle, die das Video bei Erscheinung direkt sehen, frohe Weihnachten und einen schönen Heiligabend als erstes Mal. Für dieses Video habe ich mir überlegt, in der Weihnachtszeit ist eigentlich immer alles hell erleuchtet, alles strahlt. Aber in der derzeitigen Situation geht das ja leider immer so ein bisschen unter. Und da habe ich mir überlegt, ich kümmere mich mal um ein bisschen Licht. Denn ich finde, es ist an der Zeit, meine zweite Treppe zu beleuchten. Ich mache es mir diesmal etwas einfacher, ich lasse die ganze MOSFET-Schaltung weg. Wir machen es dafür aber bunt, und zwar mit adressierbaren RGB-LEDs. Da habe ich mir hier 5 Meter WS2812B geholt. Und wie sollte es anders sein? Ich habe eine Platine designt und die Platine kommt wie immer von PCBWay. Danke an der Stelle schon mal dafür. Aber ganz kurz zum Projekt. Also für alle, die meine alte Treppenbeleuchtung kennen, Link dazu findet ihr oben in der Infobox. Das Prinzip ist bei der neuen jetzt so ziemlich das gleiche. Wir haben Bewegungsmelder oben, wir haben Bewegungsmelder unten. Kommt einer von unten, geht die Treppe an, komme ich oben an, geht die Treppe aus. Und das gleiche machen wir natürlich auch andersrum. Wenn ich von oben komme, geht sie an und wenn ich unten ankomme, geht die Treppe wieder aus. Diesmal mache ich es mit der Software aber anders. Und zwar, da wir hier auf dem Kanal ja jetzt auf Home Assistant gewechselt haben, habe ich mir gedacht, wir realisieren das ganze Projekt auch Home Assistant kompatibel. Denn wenn wir schon zwei Bewegungsmelder platzieren und LEDs platzieren, liegt es ja eigentlich nahe, das Ganze auch an Home Assistant anzubinden. Wenn jetzt hier aber einige unter euch sind, die sagen, ich habe kein Home Assistant und ich will auch kein Home Assistant, meldet euch gerne in den Kommentaren. Wenn sich genug zusammenfinden, dann schreibe ich gerne das Sketch der alten Treppe auch nochmal um. Aber die erste Version ist jetzt erstmal für Home Assistant und ich würde sagen, damit legen wir auch direkt los. Schauen wir uns zuerst mal an, wie sieht die Platine aus, was hat PCBWay mir denn da überhaupt geschickt? Was ich sehr schön finde, hier die Verpackung, erstmal schön mit Merry Christmas, passend zu Weihnachten. Vielen Dank nochmal dafür an PCBWay, euch natürlich auch. Frohe Weihnachten, auch wenn ihr Weihnachten eigentlich nicht feiert. Ja, und es fängt direkt an mit einem kleinen Weihnachtsgeschenk, und zwar hier dieser Anhänger für an den Weihnachtsbaum. Auf der Vorderseite LEDs, auf der Rückseite hier der Batterieslot. Diesmal bin ich fast vorbereitet. Ich habe so eine Batterie. Einen Moment. Ihr erinnert euch, wir hatten zum 6-jährigen Jubiläum auch so einen Badge bekommen. Und aus dem nehme ich jetzt mal die Batterie kurz raus. Und dann haben wir hier auf der Rückseite so einen kleinen Schalter. Den lege ich einmal um und siehe da, die LEDs leuchten. Und hier oben habt ihr dann die Möglichkeit, das Ganze an euren Weihnachtsbaum zu hängen. Sehr schönes Gimmick. Vielen, vielen Dank dafür. Ich stell den mal hier oben hin. Passt nicht. Dann kommt er hier hin. Die Platinen, wie immer, gut verpackt. Ich habe sie jetzt allerdings schon ausgepackt. Von daher liegen sie jetzt hier lose drin. Macht aber nichts. Ich denke, eine Verpackung könnt ihr euch vorstellen. Habt ihr in den anderen Videos schon gesehen. Das ist die Platine der neuen Treppenbeleuchtung. Hier auf der Seite seht ihr, sind die Anschlüsse für die Sensoren, Bewegungsmelder oben, Bewegungsmelder unten und Helligkeitssensor. Da merkt ihr schon, das Prinzip der Treppenbeleuchtung ist das gleiche. Wir haben nur keine normalen LEDs mehr, sondern eben die adressierbaren, was die Schaltung natürlich wesentlich, wesentlich einfacher macht. Hier oben werden die LEDs angeschlossen an diesen drei Pins. Dann haben wir hier auf der Seite noch drei Status-LEDs. Diese zeigen uns den aktuellen Status der Sensoren an, also Bewegung erkannt oben, Bewegung erkannt unten oder Helligkeit erkannt. Hier oben haben wir noch den Stromanschluss für unser 5-Volt-Netzteil und alle nicht benötigten Pins, die habe ich nach hier oben rausgelegt. Also wenn ihr das Projekt später mal erweitern möchtet, habt ihr da auch ganz bequem die Möglichkeit, ohne irgendwelche Kabel unten drunter zu friemeln oder so. Ich habe alle Pins hier oben rausgelegt, die noch frei waren. Könnt ihr also beliebig das Ganze einfach erweitern. Ja, auf der Rückseite findet ihr mein Logo und einen Link zur Kurzanleitung von diesem Projekt. Auf der Seite veröffentliche ich euch den Schaltplan, da veröffentliche ich euch die Quelltexte, die ich für das Projekt verwende. Link dazu findet ihr auch oben in der Infobox, könnt ihr also auch gerne mal reinklicken und euch das Ganze nochmal in Ruhe ansehen. Ansonsten brauche ich zur Platine, glaube ich, gar nicht so viel sagen. PCBWay hat wieder eine super Arbeit geleistet, nochmal Dankeschön dafür. Ich kann es nur immer wiederholen, diese vorverzinnten Kontakte, was bei denen direkt standardmäßig angeklickt ist, ist einfach ein Traum. Es macht super Spaß, damit zu arbeiten. Ich freue mich schon auf die kommenden Projekte. Ein paar sind schon direkt in der Pipeline. Ich möchte aber auch nicht zu viel verraten. Außerdem machen wir erstmal das Projekt hier fertig. Und dafür suche ich jetzt schnell mal eben alle Teile zusammen. Und dann bestücken wir das Ganze mal. Ja, hier haben wir jetzt alle Bauteile, die wir für die Platine benötigen. Die Platine selber
Buchsenleisten, Headerpins. Hier habe ich so drei JST-Steckverbinder. Hier haben wir noch Schraubverbinder. Zwei Arten von Widerständen. Einmal 470 Ohm und einmal ein 10K Widerstand. Also hier liegen ein paar mehr, wir brauchen aber einen. Dann zwei Bewegungsmelder, einen für oben, einen für unten. Den Helligkeitssensor, diesmal nur eine reine Fotodiode, die reicht vollkommen aus. Für die ist der 10K Widerstand. Und drei verschiedene LEDs. Ja, dann habe ich hier natürlich noch die 5 Meter LED-Stripe. Einmal ein vierpoliges Kabel, wir brauchen drei Pole, ich hatte aber kein dreipoliges, also ziehe ich hier einfach eine Ader nachher von ab. Das ist einmal für die Bewegungsmelder und natürlich müssen wir auch eine Verlängerung zwischen den Controller und die LED packen, dafür nehme ich auch dieses Kabel. Und für den Helligkeitssensor habe ich hier so einen Klingeldraht, einfach zwei Adern. Ja. Ich würde sagen, wir legen jetzt direkt mal los. Nehmen wir mal so eine LED. Die LEDs haben am kurzen Beinchen auch die Kante hier oben von dem Ring ein bisschen abgeflacht. Diese abgeflachte Kante ist hier auch angezeichnet. Ansonsten, das kurze Beinchen kommt an den quadratischen Pin. Damit sie nicht rausfallen, verbiege ich wie immer unten die Beinchen ein bisschen. Ja, und dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt noch die Widerstände. So, und für alle anderen Teile brauchen wir schon gleich Hilfe vom zweiten Arm. Also drehen wir die Platine um und verlöten das Ganze. Können wir die Beinchen direkt abknipsen. So, ich würde sagen, wir machen direkt weiter hier oben mit unserem Stromanschluss. Ich habe mich leider vertan, es ist nicht dieser Terminalblock, sondern für die 5 Volt habe ich mich hier für die etwas kleinere Variante entschieden. Entschuldigung dafür, den setzen wir jetzt mal von hier unten drunter. So dürfte das in etwa gerade sein, also festlöten. Machen wir direkt weiter mit den Sensoren. Da kommen jetzt hier die Buchsen von den JST-Steckern dran. Ja, die kommen so rum hier drauf, also mit der Nase nach außen zum Platinenrand. Dann stimmt auch die Pin-Belegung hier für 5 Volt Ground und Datenleitung. Der LED-Anschluss. Hier habt ihr jetzt mehrere Möglichkeiten. Einmal könnt ihr hier einfach so eine Stiftleiste draufsetzen. Dann habt ihr die Möglichkeit, hier so einen Dreier Terminalblock draufzusetzen, also der würde hier auch hinpassen. Oder ihr könnt genauso auch die gleiche Buchse verwenden wie für die Sensoren. Hier müsst ihr natürlich darauf achten, bei den LEDs, da geht einiges an Ampere durch, also achtet auf euren Kabelquerschnitt. Ich nehme jetzt trotzdem hier diese Buchse und löte die mal eben schnell fest. Und jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns als nächstes um die ganzen Pinheader. So, und damit wäre die Platine jetzt eigentlich fast fertig. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, sind die Buchsenleisten für unseren Node-MCU. So, dazu nehmen wir uns jetzt die Node-MCU, halten hier mal eben kurz die Buchsenleiste unten an die Pins, also ich stecke die nur so halb hier drauf, dann sehe ich, das Beinchen hier, das ist zu viel und genau das knipsen wir durch. Dann fällt uns hier der Pin raus. Aber wenn wir hier auf der Wand knipsen würden, wird uns unser letztes Beinchen, was wir ja noch brauchen, rausfallen. Also immer einen Pin opfern, Buchsenleiste zuschneiden. Das gleiche machen wir jetzt einfach nochmal für die andere Seite. Damit wir es hier etwas leichter haben, nehme ich mir die Buchsenleisten und stecke sie jetzt auf die Node-MCU direkt drauf. Einmal darunter, das gleiche auch auf der anderen Seite. Denn so sind sie nachher genau in der Position, wie wir sie auch für die Node-MCU brauchen. Und wir müssen sie nur einmal festklemmen und nicht doppelt. Ihr seht schon, die Node-MCU ist hier drauf abgebildet, mit USB-Anschluss, mit der Antenne. Insofern wisst ihr auch direkt, wie rum muss das Ganze hier drauf. Und wir können die Platine einspannen und verlöten jetzt das Ganze. So, ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ich habe mir mein Arbeitsmaterial mal eben zusammengesucht. Wir haben hier einmal natürlich die Leisten, so halb abgerundete Leisten. Ich hoffe, man kann es erkennen. Heißt, hier werden nachher die LEDs drin verlegt
Und diese Leisten montieren wir jetzt erstmal an die Wand. Ich habe mir dafür hier so eine Spritzkartusche mit Montagekleber besorgt. Zum Verfugen hinterher für die Kanten, weil die Wand ziemlich krumm ist. Noch ein bisschen Acryl. Altes Fachwerkhaus, alles krumm und schief. Müssen wir ein bisschen experimentieren. Hauptsache die LEDs sind nachher irgendwie gerade an der Wand. So weit wie möglich. Und ja, ich würde sagen, ich quatsch gar nicht rum. Wir legen direkt los, ab in den Flur. Tja, wie ihr jetzt wohl gesehen habt, das ist hier alles ziemlich krumm und schief. Und ja, ich muss jetzt einfach mal gucken, wie wir das Ganze am geschicktesten hier an die Wand kriegen. Ich habe jetzt immerhin schon mal eine gerade Linie, die ungefähr den gleichen Abstand auch wirklich zu den Treppenstufen wenigstens hat. Die Wange war leider auch krumm, die Wand ist krumm. Es wird also eine ziemliche Herausforderung, das alles gerade zu kriegen. Schauen wir mal, was draus wird. Ich hole mir mal den Kleber und leg mal los. Hier mal einen ganz schönen dicken Absatz. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Ich versuche es jetzt einfach mal. Wir machen es mal so fest. Erste Leiste sitzt, hauen wir direkt die nächste dran. Diese Ecke hier treibt mich ein bisschen in den Wahnsinn. Besser kriegen wir das hier einfach nicht hin, weil hier so ein riesen Knubbel in der Wand ist. Ich habe jetzt hier, wie ihr eben gesehen habt, schon die ganze Leiste verbogen, um das irgendwie hier passend zu kriegen. Hier sehen wir gleich zu, dass der Deckel nicht hier abschließt, sondern hier drüber geht und hier irgendwo den Schnitt hat. Um hier die Oberkante ein bisschen noch wieder gleich zu ziehen, den Rest verschmieren wir mit Silikon. Und ja, da müssen wir jetzt wohl mitgehen. So, schlimmste Ecke haben wir geschafft. Ab zur dritten Leiste. Ja, die dritte Leiste ist leider nicht auf Video. Meine Kamera ist netterweise ausgefallen. Ich hätte nur eine Tonspur anzubieten. Die ist, glaube ich, aber ziemlich unspektakulär. Also von daher, wir machen weiter mit Leiste 4. So, Leiste 4 ist montiert. Damit sind wir für heute durch. Das Ganze muss jetzt erstmal trocknen und morgen kleben wir dann die LEDs da rein. Also, wir sehen uns morgen, beziehungsweise ihr seht mich gleich. Ja, die Leisten sind an der Wand, der Kleber dahinter ist getrocknet und ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt darum, die LEDs da mal reinzukriegen. Dafür müssen wir vorher aber erstmal ein Kabel da dran machen und wenn wir eh schon mal dran sind, Kabel an die LEDs zu löten, dann löte ich auch direkt Kabel an Bewegungsmelder und an den Helligkeitssensor und dann würde ich sagen, montieren wir das Ganze mal. Ja, dann legen wir mal los. Ich schnapp mir mal die LEDs und zwar müssen wir als erstes mal jetzt hier diesen Stecker abmachen. So, dann klemmen wir das mal hier ein. Kabel ist ab, neues Kabel dran. So, die Kabel sind zugeschnitten. LED, Bewegungsmelder 1, Bewegungsmelder 2. Für den Helligkeitssensor habe ich hier diese dünne Litze. Die löten wir nachher auch noch dran. Legen wir mal los. So, das sieht gut aus. Schrumpfschlauch drüber. Das hätten wir. Also jetzt auf die andere Seite den Stecker dran. Wieder vorher ein bisschen Lötzinn an die Litzen. So, und dann nehmen wir uns den Stecker. Da haben wir ja auch schon markiert. Data, Ground und 5 Volt. Und ja, die verlöten wir jetzt einfach entsprechend. So, die LED ist mit Kabel versorgt, am Kabel ist am Ende der Stecker dran und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem Bewegungsmelder. Jetzt gucke ich mal eben, passt der Stecker zufällig auch auf den Bewegungsmelder? Super. Dann können wir nämlich einfach auf beide Seiten vom Kabel so einen JST-Stecker draufpacken. Dann brauche ich nämlich am Bewegungsmelder gar nichts löten, das gefällt mir noch besser. So, wieder den Schrumpfschlauch festmachen. So, Stecker Nummer 2 ist auch dran. Schnell den Schrumpfschlauch hier festmachen.
dann noch den großen Schrumpfschlauch drüber. Und damit ist das erste Kabel für den Bewegungsmelder auch schon fertig. Das gleiche mache ich jetzt noch für den zweiten. Fast hätte ich es vergessen, zu den Sensorkabeln für die Bewegungsmelder. Die haben hier eine Pin-Belegung an den Steckern von Rot, Schwarz und Gelb. Der Bewegungsmelder hat aber den Datenpin in der Regel in der Mitte. Checkt das mal bei euch, bei euren Bewegungsmeldern. Wenn das so ist, dann müsst ihr auf einer Seite von dem Kabel hier diese Pin-Belegung ändern. Und zwar den schwarzen Stecker hier unten raus und den gelben rein. Oder ihr lötet es halt entsprechend unten andersrum an. Ich finde es schöner, hier eben kurz einmal reinpieken, das Kabel rausziehen und entsprechend tauschen. Und dann könnt ihr das Ganze so anschließen und seht auch am Kabel immer noch, ob es die Datenleitung ist oder nicht. Weil, ja, ne, wenn ihr es hier unten anders anlötet, dann täuschen hier oben die Kabel was vor, was nicht ist. Ist nicht ganz schön. Nur noch eben als Hinweis. So, die beiden Kabel für die Bewegungsmelder sind fertig. Wir haben auf beiden Seiten hier die Stecker dran. Und jetzt machen wir das Ganze noch schnell für den Helligkeitssensor. Und ich würde sagen, auf der einen Seite löten wir einfach fest dran. Auf der anderen Seite machen wir hier so einen JST-Stecker dran. Ja, legen wir direkt los. So, nachdem wir jetzt alles hier montiert haben, wir haben hier die Bewegungsmelder mit Kabel dran, Nummer 1, Nummer 2. Wir haben den Helligkeitssensor am Kabel dran mit Stecker verlötet. Dann haben wir hier noch die LEDs, auch wieder den Stecker dran. Die Platine habe ich jetzt hier schon mal ins Gehäuse gepackt. Habe hier wie immer so einen 5,5 mm Klinkenstecker eingebaut, also hier 8 mm Loch zum Reinstecken. Hier hinten Kabel dran gelötet, schon mal verschraubt an unserem Power-Eingang. Ja, und ich würde sagen, das Ganze bauen wir jetzt einfach mal zusammen. So, wir haben jetzt hier alle Teile erstmal liegen. Die Leisten sind ja an der Wand. Das Einzige, dank Corona komme ich ja nicht mehr in den Baumarkt. Das heißt, Kabelkanal wollte ich eigentlich noch so einen schmalen hier drunter packen. Habe ich jetzt leider nicht mehr bekommen. Und ja, ich würde sagen, wir legen das Ganze erstmal jetzt am Rand hier einfach hin. Ich hole das mit dem Kabelkanal dann noch nach. Ich denke, ein Software-Update wird es eh nochmal geben. Von daher ein zweites Video wird mit Sicherheit eh kommen. Da kann ich dann auch nochmal updaten, wie das Ganze dann fertig verkleidet aussieht. Montieren wir das Ganze erstmal, schauen uns dann die Software an. Schauen uns an, wie sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Und die Final-Version gibt es im nächsten Video. So, die LEDs sind dran. Die LED-Stripe, die WS2812B, die kann man ja zwischen jeder LED einfach durchtrennen. An den markierten Stellen muss ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Insofern, ich schneide die jetzt mal eben ab. Und danach kümmern wir uns hier um die Milchglasblenden noch. Ja, dann geht's an die Sensoren. Ja, kommen wir nun zu den Bewegungsmeldern. Die sind wieder in den altbekannten Gehäusen. Für alle, die meine alte Treppe kennen, die kennen auch die Gehäuse noch. Die findet ihr auf Thingiverse, könnt ihr euch runterladen, selber drucken. Ansonsten habe ich die auch nochmal bei Shapeways verlinkt, da könnt ihr die bestellen. Ich persönlich finde es ein bisschen teuer, aber für jemanden, der keinen 3D-Drucker hat, vielleicht trotzdem eine Option. Der ein oder andere von euch hat es, wie ich gesehen habe, in Anspruch genommen und bei Shapeways bestellt. Vielen, vielen Dank dafür, gebt nämlich auch nochmal ein bisschen Support für mich. Ja, ich würde sagen, montieren wir das Ganze mal. So, und jetzt seid ihr mir im Weg. Ich muss nämlich jetzt da hinten in die Ecke. Von daher, das mache ich mal eben kurz ohne Kamera. Ich montiere jetzt mal eben den Bewegungsmelder auf der anderen Seite des Podests hier oben. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, die Sensoren und LEDs sind montiert. Insofern sind wir hardwaremäßig eigentlich so gut wie startklar. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Node-MCU. Die hat aber noch keine Software. Heißt, als erstes gehen wir jetzt mal ins Büro. Auf dem Weg dahin schließe ich die Node-MCU schon mal an den Raspberry Pi an, auf dem der Home Assistant-Server läuft. Und dann können wir im Büro direkt mal Home Assistant starten, flashen mit ESP Home die Software hier drauf, konfigurieren die notwendigen Automatisierungen und dann können wir das Ganze auch schon testen. Ja, ich bin im Büro angekommen, habe Home Assistant schon mal gestartet und ESP Home aufgerufen. Und wie immer habe ich auch schon das Programm für ESP Home vorbereitet. Das schauen wir uns mal kurz an. Ich klicke dafür hier mal auf Edit. Ich glaube, auf den oberen Teil brauche ich nicht groß eingehen. Da wir eine Node-MCU nutzen, muss die Plattform ESP8266 sein und das Board Node-MCU V2. Dann müsst ihr natürlich Wi-Fi, SSID und Passwort hierhinter anpassen an eure WLAN-Daten. API und OTA-Passwort müsst ihr noch an eure Daten anpassen.
So, und jetzt kommen wir auch schon zu den bei uns angeschlossenen Geräten. Es fängt an mit dem Helligkeitssensor, der hängt am A0. Er übergibt uns hier bei der Plattform ADC einfach die aktuelle Spannung, die am A0 anliegt. Ja, und da wir hier eben einen analogen Wert empfangen, läuft das Ganze auch in der Kategorie Sensor. Dann kommen wir zu den Bewegungsmeldern. Bewegungsmelder liefern ein oder aus, also Boolean-Werte, und deshalb sind sie in der Kategorie Binary-Sensor. Wir nutzen dafür die Plattform GPIO, und Bewegungsmelder unten hängt am GPIO 15, Bewegungsmelder oben am GPIO 13, und sie sind beide von der Device-Class Motion, damit Home Assistant nachher auch weiß, dass er uns hier nicht irgendwie ansagen soll, Licht an, Licht aus oder so, sondern eben ruhig oder Bewegung erkannt. Dann haben wir noch die drei Status-LEDs auf der Platine, und um die zu schalten, möchten wir einfach nur die GPIO-Pins ein- oder ausschalten können. Deshalb Plattform GPIO in der Kategorie Switch, und die Status-LED für Bewegungsmelder oben ist GPIO 5. Für den Bewegungsmelder unten die Status-LED hängt am GPIO 4 und die Status-LED für den Helligkeitssensor an GPIO 14. Zu guter Letzt haben wir noch unsere LED-Stripe. Die läuft unter der Kategorie Light auf Plattform Fast-LED-Clockless. Ich nutze hier, wie schon erwähnt, den Chipset WS2812B. Solltet ihr andere LEDs verwenden, könnt ihr hier den Chipset anpassen. Die LEDs hängen auf der Platine an GPIO 12. Ich habe jetzt hier mal NUM-LEDs 50 eingetragen. Diese 50 müsst ihr an eure verwendete Anzahl an LEDs anpassen. Die RGB-Order GRB ist meines Wissens so ziemlich Standard. Wenn die Farbzuordnung bei euch mal nicht stimmt, dann müsst ihr das Ganze hier nochmal korrigieren. Ja, und ansonsten, Name und IDs solltet ihr so beibehalten, wenn ihr meine Automatisierungen nutzen wollt, denn Home Assistant erzeugt anhand von Namen die Entity-IDs, und die müssen natürlich die gleichen sein wie in den Automatisierungen, ansonsten funktioniert die ganze Logik natürlich nicht. Ja, soviel zum Programm. Ich würde sagen, ich mache das hier mal zu, um es hochzuladen, denn wir stehen hier noch auf OTA. Ich wähle jetzt hier mal eben den USB-Anschluss aus, und das ist dieser USB-Anschluss hier oben, USB 2.0 Serial. Klicken wir mal drauf und sagen jetzt hier bei RGB-Treppe oben einfach mal Upload. Das dauert jetzt wie immer einen kleinen Moment. So, und der Upload war erfolgreich. Er hat soweit schon alles verbunden. Jetzt baut er auch die Verbindung mit dem WLAN auf. Und damit sind wir mit der NodeMCU startklar und können diese jetzt auf die Platine stecken. Bevor ich das jetzt aber mache, zeige ich euch nochmal eben ganz kurz, was ich denn im Home Assistant jetzt alles für Einstellungen vorgenommen habe. Bevor der ein oder andere darüber stolpert, wenn ihr das Ganze jetzt hochgeladen habt auf eure NodeMCU, dann wechselt einmal auf Einstellungen und da dann auf Integrationen, und hier habt ihr jetzt euer ESP Home mit allen Geräten. So, was jetzt hier natürlich noch fehlt, ist eben diese Treppe. Das heißt, die Treppe müssen wir jetzt hier erstmal noch hinzufügen, und wenn sie nicht bei euch in den Benachrichtigungen auftaucht, dann habt ihr folgende Möglichkeit, und zwar: Ihr geht nach ESP Home zurück und klickt hier einfach mal auf Logs. Dauert das einen kleinen Moment und er verbindet jetzt mit eurer geflashten NodeMCU, und dann schaut ihr mal hier oben bei IP Address. Und hier seht ihr jetzt 192.168.5.75, bei euch ist das natürlich eine andere. Und dann geht ihr hier auf Einstellungen, Integrationen und sagt hier unten Integration hinzufügen. Hier wählen wir jetzt ESP Home aus und geben als Host einfach die IP-Adresse ein, die wir eben im Log gesehen haben. Ich sage absenden, dann fragt er mich nochmal nach meinem Passwort. Das tragen wir hier ein, dann können wir dem Ganzen hier noch einen Bereich zuordnen. Ich sage jetzt hier in meinem Fall mal Flur oben, und dann sagen wir fertig. Und jetzt taucht die RGB-Treppe hier oben auch auf, und jetzt habt ihr auch eure Entitäten zur Verfügung, was vorher nicht der Fall gewesen wäre. So, schauen wir uns jetzt mal eben noch an, was ich alles noch im Home Assistant konfiguriert habe. Und wir gehen mal in die Einstellungen und fangen mal an mit dem Punkt Helfer. Ich habe mir nämlich erstmal überlegt, was für Stati brauchen wir denn bei der Treppe? Einmal möchten wir sie aktivieren bzw. deaktivieren können, also habe ich hier mal einen Status RGB-Treppe aktiv angelegt. Dann habe ich einen zweiten Helper erzeugt für Treppe rauf und einen dritten für Treppe runter. Denn wir haben einmal den Status, dass ich die Treppe rauflaufe, und einmal, dass ich die Treppe runterlaufe. Das kennen wir ja von der alten Treppe auch, dass wir dazwischen unterscheiden wollten. Und einfach damit ich weiß, ist gerade eins von diesen beiden aktiv oder eben nicht, habe ich hier diese beiden Helper angelegt, denn dementsprechend müssen die Bewegungsmelder ja anders arbeiten.
Wenn die Treppe ganz aus ist, dann muss ich eins von diesen beiden aktivieren. Wenn aber eins von den beiden an ist, muss ich gegebenenfalls dieses ausschalten, damit die LEDs auch ausgehen. Dafür sind also diese beiden Helper. Und als letztes habe ich noch diesen Helper Treppe Cooldown angelegt. Und der ist einfach dafür da, in dem Moment, wo die Treppe abschaltet, deaktiviere ich damit für eine vorgegebene Zeit die Bewegungsmelder. Weil sonst würde Folgendes passieren. Sagen wir mal, ich komme von unten nach oben die Treppe rauf. Oben der Bewegungsmelder erkennt mich, sagt also, alles klar, ich schalte jetzt gleich die Treppe ab. So, und dann muss ich aber ja noch aus diesem Bereich, wo der Bewegungsmelder mich sieht, erstmal rauskommen. Wenn der aber jetzt schon sagt, okay, ich habe die Treppe abgeschaltet, meldet der in dem Moment, wo ich oben durch die Tür gehe, noch mindestens 5-mal Bewegung erkannt, Bewegung erkannt, Bewegung erkannt. So, und in dieser Zeit würde er dann direkt die Treppe wieder einschalten, nur eben nach unten. Ich will aber ja nicht mehr nach unten, sondern ich will oben in den Hobbyraum. Also deaktiviere ich einfach, genau wie bei der alten Treppe auch, für 10, 15 Sekunden völlig frei einstellbar, einfach die Bewegungsmelder komplett, bis die Treppe wieder scharf geschaltet wird und eben wieder auf Bewegung reagiert, um sie zu aktivieren. Ja, das sind erstmal so die 4 Stati, die wir für die Treppe brauchen. Mehr brauchen wir da nicht. Und diese 4 Helper schalte ich über Automatisierungen. Automatisierungen finden wir unter Einstellungen Automatisierungen. Auch hier habe ich wieder das Ganze mit RGB-Treppe begonnen, damit ich mir die Automatisierungen zusammensuchen kann. Und hier seht ihr schon, ich habe eine Automatisierung für Treppe aktiv durch Helligkeitssensor. Das müsste ich auch irgendwo wieder abschalten. Genau, RGB-Treppe inaktiv durch Helligkeitssensor. Diese beiden Automatisierungen sind also dafür da, um unseren Helper RGB-Treppe aktiv zu schalten. Nämlich, wenn der Helligkeitssensor eine bestimmte Helligkeit misst, dann deaktiviert er die Treppe. Und wenn er diese Helligkeit unterschreitet, aktiviert er die Treppe. Ja, und so habe ich für jeden einzelnen Statuswechsel hier eine Automatisierung erzeugt. Und ja, ich glaube, das wird das ganze Video sprengen, wenn ich jetzt hier alle Automatisierungen im Einzelnen erkläre. Aber ich habe euch die ganzen Automatisierungen auf jeden Fall exportiert und in der Kurzanleitung veröffentlicht. Da könnt ihr das Ganze einfach mal nachvollziehen. Und ich würde sagen, dazu machen wir nochmal einen Stream. Dazu aber gleich noch mehr. Ich würde sagen, ich packe die NodeMCU jetzt mal auf die Platine und wir schauen uns das ganze System einmal live an. So, wir haben die Software auf unsere NodeMCU geflasht. Die NodeMCU habe ich schon ins Gehäuse gepackt. Das Gehäuse hat einen Deckel drauf. Wir sind soweit also fertig mit der ganzen Verkabelung. Ich habe mein Netzteil auch an das Gerät angeschlossen. Und ich würde sagen, wir testen das Ganze jetzt mal. Jetzt haben wir aber ein Problem, denn im Flur ist es hell. Und der Helligkeitssensor, der liefert jetzt eben einen höheren Wert, als wir es gerne hätten, nämlich über 0,6 oder 0,7 oder was wir in der Automatisierung eingestellt haben. Heißt, die Treppe ist zurzeit inaktiv. Um das zu ändern, würde ich sagen, ich schalte jetzt hier mal kurz das ganze Licht aus. Und wenn es dann dunkel ist und ich weiß, die Treppe ist an, würde ich sagen, komme ich einfach mal ins Bild und ihr genießt einfach die Show. Ja, und ihr seht, ich komme unten um die Ecke, da habt ihr mich noch nicht gesehen, aber dann geht sofort das rote Licht hier an. Keine Sorge, rot ist nicht der Standard, das wird sich hier noch ändern, aber ich habe jetzt einfach mal gesagt, wenn er unten zuerst erkennt, also der Weg rauf aktiv ist, dann soll er das mal mit rot machen und beim Weg runter macht er das Ganze mit grün. So, jetzt hat er natürlich schon abgeschaltet, weil der Bewegungsmelder mich hier oben erkannt hat und 15 Sekunden später schaltet die Treppe aus. Jetzt haben wir noch 10 Sekunden Cooldown, damit die Treppe nicht direkt wieder angeht, weil ich noch hier oben um die Kurve gehen würde im Normalfall. Heißt aber, jetzt jeden Moment müsste hier oben eigentlich das Licht wieder angehen. Genau so, ihr seht, jetzt hat er hier oben die Bewegung erkannt. Das ganze System schaltet auf grün, einfach nur um euch zu zeigen. Er kann unterscheiden zwischen komme ich von oben oder komme ich von unten. Aber ich würde sagen, wir wechseln jetzt erstmal wieder aus dem Flur in den Hobbyraum und dann sage ich da noch ein paar Takte zu. Ja, das ist erstmal so der aktuelle Stand meiner RGB-Treppenbeleuchtung für Home Assistant. Ich hoffe, euch hat das Projekt bis hierhin erstmal gefallen. Ich habe jetzt natürlich nicht alles so im Detail erklärt, wie ich sonst in den letzten Videos getan habe. Einfach aus dem Grund, ich wollte nicht schon wieder 30, 40, 50 Minuten ein Video machen. Aber wenn ich es einmal gedreht habe, tue ich mich auch schwer, Informationen wieder rauszuschneiden. Deshalb habe ich mir jetzt mal gedacht, ich packe euch einfach mal Programmcode und so weiter, die Automatisierung, alles unten in der Videobeschreibung rein, beziehungsweise verlinkt. So habt ihr die Möglichkeit, das Ganze nachzubauen. Ich würde sonst anbieten, dass wir am 27. Dezember einfach mal einen Livestream starten. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das der Sonntag. Und dann würde ich am 27.12. nochmal einen Livestream starten. Ich denke mal irgendwann, wie immer, so 18, 19, wahrscheinlich eher 19 Uhr.
Und ja, dann können wir uns die ganze Schaltung nochmal im Detail angucken. Wir können uns nochmal das Programm dazu angucken fürs ESP Home. Dann schauen wir uns auch die Automatisierungen mal im Detail an. Und was noch viel, viel wichtiger für die meisten wahrscheinlich sein wird, Effekte. Denn die adressierbaren LEDs, die können natürlich weitaus mehr als einfach nur alle in einer Farbe zu leuchten. Wir können dann Regenbogeneffekt und sonst was alles noch draufpacken. Und ja, ich würde sagen, ich bereite dann einfach mal für den Stream noch eine kleine Testschaltung davon vor. Ich baue das Gleiche nochmal eben auf dem Steckbrett nach, dass wir das Projekt auch nochmal auf dem Schreibtisch liegen haben und dann im Stream das Ganze noch beliebig erweitern können. Also von daher, wenn ihr noch Ideen habt, was wir da noch dranpacken können, was wir an Software noch draufpacken können, was wir an Effekten machen können, lasst es mich gerne auch jetzt schon mal in den Kommentaren wissen, dann kann ich mich schon mal ein bisschen drauf einstellen. Ansonsten habt ihr aber natürlich auch im Livestream die Möglichkeit, mir das Ganze im Chat mal eben zu erklären. Gehe ich natürlich auch wie immer drauf ein und wir schauen einfach mal, was wir gemeinsam noch so aus dem Projekt rausholen können. Das soll es jetzt an der Stelle aber erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls noch nicht geschehen, auch gerne den Kanal. Klickt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am 27.12. dann im Stream wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao!